So, herzlich willkommen zurück bei Skyrim Anniversary Edition mit Bestrafungen für Tode. Heute wieder die große Vampirjagd auf Lord Harkon. Was hat sich verändert seit dem letzten Versuch? Ein Versuch hatte ich ja, ist ja schief gelaufen. Was hat sich geändert? Folgendes, ich habe ja letztens versucht, Lord Harkon mit meiner Armbrust, mit der Daedrischen Armbrust zu besiegen. Und meine Schwerter hatte ich dabei. Das Problem war, die Armbrust macht zwar einen hohen Schaden, aber bei Harkon hat es nicht ausgereicht, denn auf der Schwierigkeitsstufe Legendär ist er sehr stark, hat sehr viel Lebensenergie und heilt sich ständig. Ich war Stufe 25 letztes Mal. Man sieht also, es hat sich was geändert. Ich bin jetzt Stufe 28 und werde ihn jetzt mit dem Bogen, also mit Auriels Bogen werde ich jetzt Harkon angreifen, weil ich ja letztens durch einen Rat eines Zuschauers, Luca, hat mir geraten, ich soll das mit Auriels Bogen versuchen und siehe mal da, obwohl Auriels Bogen weniger Schaden macht als meine Armbrust, war der Schaden gegen Harkon natürlich sehr hoch wegen dem Sonnenschaden, den Auriels Bogen macht. Deswegen habe ich jetzt diese drei Punkte, die ich bekommen habe durch die drei Level auf Schießkunst gegeben und zwar, da ich jetzt... So, guten Abend. Da ich jetzt mit dem Bogen auf Harkon gehen werde, habe ich jetzt also den Perk Waldläufer, damit ich mich schnell bewegen kann, während ich ziele. So, und einen Punkt auf Schnellschuss, damit ich noch schneller den Bogen spannen kann. Ja, diese Sache mit dem Schnellbewegen während des Zielens war ja mit der Armbrust nicht nötig, da man mit der Armbrust quasi den hier machen konnte. Man hat geschossen, ja, Armbrust weg, Armbrust anlegen und man konnte trotzdem schnell rennen. Bei dem Bogen geht es nicht, weil man ihn ja spannt. Also, ich kann ihn jetzt schnell spannen. Und natürlich, wir wissen, Auriels Bogen gehört zu den schnellsten Bögen im Spiel. Ja, ich hatte ja mal ein Video dazu. Das ist zum Beispiel Auriels Bogen, das ist Bogen der Schatten und der Bogenname ist Zephyr. Ja, das sind ja die schnellsten und das ist hier der Bogen. Okay. Und eine letzte Sache kam dazu, und zwar, ich habe so einen geweihte Elfenpfeile. Warte mal, wo sind die denn? So, Auriels Bogen, die werde ich jetzt auch gleich benutzen. Ah, hier, genau, so einen geweihte Elfenpfeile. Ja, habe ich 138 Stück, ich hoffe, das reicht. Ich glaube, die müssen nicht sonnengeweiht sein, weil der Bogen sowieso Sonnenschaden macht, aber ich habe das jetzt trotzdem gemacht. Ja, ich bin gut vorbereitet. Also vom Level her hat sich, wie gesagt, nicht viel geändert. Von 25 bis 28 habe ich hochgelevelt, um den Bogen schneller zu machen. Okay, gut, dann würde ich sagen, rein da. Serana, meine Geliebte. Okay, ich werde jetzt auch gleich meine gute Position suchen und mal schauen. Wie gesagt, diesmal bin ich mir ziemlich sicher, weil letztens haben wir gesehen, der Bogen von Auriel hat krassen Schaden gemacht. Okay, natürlich muss ich aufpassen, dass er mich jetzt nicht die ganze Zeit so trifft, wie gerade eben. So, ah, und natürlich habe ich meinen Stab da. So, den nehme ich mal hier. Stab des Strumatronachen zur Ablenkung quasi, ja. Wie immer. Also wie auch letztes Mal. So, wo ist der denn? Der ist hinter mir. Ja gut, okay, warte mal. Ich mache mal ein bisschen lauter, weil ich ihn überhaupt nicht höre. Ich wenigstens hören kann, wo er sich befindet. So, okay, das haben wir. Okay, das ist jetzt natürlich schlecht, dass er mich jetzt hinter mir steht und mir eine reinhaut. Machen wir so. Ach, das war ein Gargoyle. Alles klar, das war er gar nicht. Gut, natürlich, die Probleme bleiben immer noch, dass er sich so schnell bewegt. Ja? Oh, schaut euch diesen Schaden an. Das ist wirklich krass. Also ich finde das heftig, ja. Der Sonnenschaden macht wirklich seine Arbeit. Ich meine, wir wissen ja, die Armbrust, die Daedrische Armbrust, was den reinen Schaden angeht, ja, ist die Daedrische Armbrust natürlich um einiges stärker als der unverbesserte Bogen hier. Ne, der macht ja jetzt Schaden, warte mal, aber dieser Bogen, 38 Schaden, ja, das ist nicht viel, ja. Aber der Sonnenschaden macht bei Vampiren das Ganze aus. Das ist also der Trick. Das ist also der Trick. Man nimmt einfach Auriels Bogen. Nee, weil, nochmal um zu zeigen, was die Schwierigkeitsstufe angeht, es ist weiterhin legendär und Überlebensmodus mit. Also ich bin wirklich gerade überrascht, wie krass der Schaden dieses Bogens bei Harkon ist, ne? So, okay, jetzt hat er seine Skelette. Naja, was heißt überrascht? Letztes Mal habe ich das schon gesehen.
Aber ich habe trotzdem befürchtet, dass es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Lucky Punches waren oder sowas, aber anscheinend ja doch nicht so. Da ist er wieder. Och, nein! Ja gut, da muss ich natürlich aufpassen. So, warte mal, wo habe ich denn gespeichert? Also wie gesagt, das ist machbar, man hat gerade gesehen. Wir hatten jetzt schon ein Drittel seiner Lebensenergie weg. Ich muss nur aufpassen, dass er mich nicht trifft. Weil seine Treffer natürlich schon krass sind. So, dann nehmen wir hier wieder den Stromatronachen. So. So. Machen wir auf zwei. Okay. Natürlich weiß ich das. Ihr enttäuscht mich so. So, dass hier kein Gargoyle von hinten wiederkommt. Er redet ja immer noch. So. Wo war das Gargoyle? Da, da, da. Er darf mich nicht treffen. So, okay. Ja, das macht es halt schwierig. Ein Treffer von ihm, wenn ich nicht merke, dass er mich quasi getroffen hat mit dem Lebensentzug und ich liege, ja. Ich kann ihn besiegen, wenn ich ihn schön treffe hier, aber nicht, wenn ich mich selber treffen lasse. So, warte mal, ich habe, glaube ich, nicht die richtigen Pfeile, oder? Ah, ne, doch. Alles gut. Ach, schau mal. Ah, wo versteckst du dich? Oh, der Schaden war gut. Er hat sich zu mir teleportiert. Schau dir dieses Vieh an. Schau dir dieses Vieh an. Wo ist mein Stromatronach? Wo ist meine Ablenkung? Sag mal. Uch. Das ist halt das Nervige. Der rennt so schnell, ne? Wie so eine Bestie. Ja. Was heißt denn hier wie? Das ist eine Bestie, ne? So. Ihr könnt euch vor uns nicht verstecken. Ja, Junge, hör doch mal auf zu rennen. Der hat Angst vor mir. Der hat Angst vor mir. So, jetzt natürlich aufpassen mit den mit der Explosion. Mache ich auch Serana-Schaden. Der hat mich, glaube ich, getroffen. So, wieder ein Stromatronachen. Guter Treffer. Da. Okay, Serana hat jetzt mehr Schaden genommen als Harkon. Schau mal, das Problem ist, wenn er jetzt die ganze Zeit so mit Serana kämpft, ja, dann heilt er sich natürlich. Dann heilt er sich. Ah, sehr gut, ein Drittel. Na, wo willst du hin? Wo willst du hin? Dass er noch ausweicht, ey. Ah, jetzt will er sich heilen, glaube ich. Den Atronachen hat er weggehauen. Ah ja. Da ist es. Er hat die Hälfte seiner Lebensenergie verloren. Er hat gerade die Hälfte weggehabt. Ich habe alle Chancen, ihn zu besiegen. Jetzt sind natürlich seine Bogenschützen hier. Die sind auch krass. Also, die halten zwar nicht viel aus, aber wenn sie mich treffen, dann habe ich ein Problem. Auch gegen die Skelette macht der Bogen natürlich guten Schaden. Da sind ja Untote. Wo ist Harkon? Da. Mann, ich hoffe, der hat sich nicht schon wieder durch Serana voll geheilt. Mit seinem Geräne hier. Ah, der hat sich nicht gut. Nicht gut, das war ein brutaler Treffer auf mich. Eieiei. Das zieht immer noch, das zieht immer noch. Heftig. Nochmal Heilung. Schau dir das an, was er macht. Ich glaube, der hat mich. Eieiei. Jetzt lass mich. Okay, ich komme auch nicht weg, weil hinter mir die Wand ist. Okay, überlebt.
Und der trifft mich wieder. Uch. Leute, heftig. Also ich habe es mir gerade ein bisschen leichter vorgestellt mit Auriels Bogen. Und hinter mir ist der hier noch. Nee, 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 Harkon. Nicht so, nicht so. Nicht so. Na, jetzt treffe ich meinen Atronachen da, ne? Eieieiei. Okay. Jetzt Hauptsache Ruhe bewahren. Treffen. So, wo ist Harkon? Wo ist der? Mhm. Sehr guter Schaden. Ja. Genauso, kämpfe schön mit dem Atronachen. Das Gute ist, wenn er den Atronachen trifft, dann regeneriert er sich nicht, weil der Atronach ja kein Blut hat. Aber wenn er so bescheuert steht. Ja, ich glaube, das war's. Ach man, der hat mich wieder getroffen, Leute. So kräftige Heilung. Uch, nee, der hat daneben geschossen. Super, super. Aha, so das Problem ist, schon bald sind die Pfeile weg, ne? Ich habe nur noch 51 davon. Und das Ende ist noch nicht in sich, also nicht so ganz. Wenn Serana sich schön treffen lässt, dann sieht's schlecht aus. Oh, der hat die Hälfte weg. Mann, gib jetzt auf, du Bestie. Gib einfach auf, du bist schwach. Du bist schwach. Och, Mann, was macht er jetzt? Ach, schau mal. Ja, Serana hat einen Untoten wiederbelebt. Ach, jetzt will er sich heilen. Ja, von wegen. Von wegen, mein Junge, von wegen. Schau mal, da läuft er, unsichtbar. Wieder Gargoyles. So, da läuft er unsichtbar. Ich helfe mal Serana. Mit den Gargoyles. So, wann macht er sich denn sichtbar? Hm? Kann ich ihn eigentlich... Ah, super. Ich kann ihn schaden, auch wenn er unsichtbar ist. Perfekt. Das hat er gerade gesagt. Irgendwas mit Himmel verdunkeln und so, ne? Ich muss natürlich aufpassen, dass die Gargoyles mich nicht treffen, ne? Ah, super, er kämpft wieder mit dem Atronachen. Er kämpft wieder mit dem Atronachen. Das ist sein Fehler. So kann er sich nicht heilen. So kriege ich ihn. Okay, und er ist weg. Wo ist er? Das ist sein Gargoyle. Wo ist er selbst? Scheiße, wo ist er denn? Da. Ah, der versteckt sich. Der versteckt sich einfach. Schau dir das an. Spielen wir jetzt Verstecken oder was? Wie war es nochmal gerade mit Himmel verdunkeln und so? Ist nicht mehr oder was? Nein. Und er teleportiert sich direkt zu mir. Und er schießt. Und wenn er trifft, dann habe ich ein Problem. Ja. Warte mal, Ablenkung. Direkt neben ihm. Sehr gut. Der weiß nicht mehr, was er tun soll, ne? Der hat Probleme. Ich muss nur treffen. Ich muss nur... Er rennt schon wieder. Sehr schön. Jetzt kämpft er mit Gargoyles. Oder mit Serana, keine Ahnung mit wem. Ne, da ist Serana. Die crashen beide auf Serana ein. Er und sein Gargoyle. Okay, alles klar. Ich habe keine sonnengeweihten Pfeile mehr, sehe ich gerade. So, was ist bei mir das Stärkste? So, orkischer Pfeil. Habe ich Knochen... Oh, sehr schön. Hier, Knochenpfeile. 23 Stück. Ja, der Bogen macht natürlich immer noch sehr guten Schaden. Auch ohne die sonnengeweihten. Weil der ja Sonnenschaden macht eben. Mann, ey. Wie er sich immer versteckt, das ist so nervig.
Ja? Mann, Serana, lass dich von ihm nicht treffen, bitte. Oh, 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 nicht auf mich, nein, nein. Oh. So, warte mal. Mann, ich hab ihn fast. Ich hätte mir mehr so geweihte Pfeile machen sollen. Ich dachte einfach, dass das, also das waren über 150 oder so. Bin einfach mal davon ausgegangen, dass es ausreicht. Aber nein, es hat nicht ausgereicht. Ah, Mann, ey. Der hat einfach diesen Geschwindigkeitsvorteil, ne? Man kann sagen, was man will, aber sein Geschwindigkeitsvorteil ist... Schau dir das an. Na, wo bist du? Wo bist du denn? Ach, der ist da, oder was? In der Ecke? Ja, ja, das ist er. Sehr gut. So, natürlich steht das Gargoyle da so bescheuert. Hm. Schützt ihn quasi. Guck mal, er hat nicht mehr viel. Wenn das Gargoyle dann nicht im Weg stehen würde. Er versucht jetzt schon wegzurennen. Er versucht durch die Wand von mir zu rennen. Ja, wird nicht klappen, würde ich sagen. Aber ich treffe ihn auch nicht, weil er da so beschissen steht. Jetzt! Jetzt! Jetzt, komm! Oh! Komm! Alter, was ist denn? Ist der jetzt unbesiegbar oder was ist mit ihm los? Was passiert hier gerade? Hä? Ich mache ihm keinen Schaden mehr. Warte mal. Alter. Miko, komm, hallo. So, eigentlich brauchst du die Sohnpfeile. Ich hab leider aber keine mehr. Okay, ich weiß nicht, was jetzt los ist. Irgendwie bewegt er sich nicht mehr. Ich schlage Serana. Och Leute, sagt mir nicht, dass das Spiel sich verbuggt hat, ne? So leicht werde ich nicht sterben. Ah, Leute, mal, was ist denn das schon wieder hier? Ich habe ihn so gut wie weggehauen. Warte mal, das kriegen wir nochmal hin. Ah, kriegen wir hin. Also nochmal Auriels Bogen. Der steht... Ich checke gerade nicht, was hier passiert. Er steht einfach da, regeneriert sich gerade. Oder warte mal, da hat das Spiel nicht verstanden. Ich weiß nicht, was... Schau mal. Du willst mich doch verarschen. Oskarim, Mann. Du gehst mir gerade so auf den Sack. Schau mal, und ich kann ihn nicht schlagen. Er ist quasi, ne? Hier. Hat sich einfach verbuggt. Warte mal. Was ist, wenn ich einmal F5 und dann F9 mache? Vielleicht geht das so. Also F9. Aha, okay, er hat sich entbuggt. Alles gut. Du musst nur laden. Ich glaube, ich habe Glück, er hat sich entbuggt, aber das Problem ist, in der Zeit hat er sich, er hatte so gut wie kein Leben mehr. Und jetzt hat er sich mega krass regeneriert schon wieder, ja? Ich kotze gerade, wirklich. Also irgendwie will das Spiel einfach nicht, dass ich diesen Kampf gewinne hier, ne? Was? Ja, ich würde sagen, juhu, ne? Oh, guck mal, da ist dieser epische Typ wieder da. Stand die ganze Zeit hinter der Tür. Also Leute, ich würde sagen, das gilt, weil ich habe ihn davor quasi fast totgehauen. Ja, ich habe ihn fast totgehauen, habe gesehen, er hatte so gut wie keine Lebensenergie. Dann habe ich aber aufgehört, ihn Schaden zu machen, weil er sich verbuggt hat. So, jetzt habe ich F5, F9 gemacht, er hat sich entbuggt, hat sich hierhin teleportiert und war tot. Ja, also das heißt, ist alles, ne? Danke, Isran. Ja, genau, Isran war es. Weißt du, der hat ihn gerade ein Dolch unter die Rippen gesteckt, solange ich nicht zugeguckt habe. Ja, also Isran ist der Sieger, nicht ich, ne? Ne, Leute, also ich werde jetzt nicht neu laden, weil das war alles fair, ne? Ich würde sagen, die Vampirjagd ist zu Ende. So, was hat er hier so gehabt?
mächtiger Sehnstein mit einer Seele, wahrscheinlich seine eigene, so Trank des Blutes, das nehmen wir mit, so, Zerstörungsring, Magieresistenz, ach schau mal, lauter gutes Zeug und natürlich seine einzigartige Robe, wow. So, Harkons Schwert absorbiert 15 Gesundheitsmana und Ausdauerpunkte, eine richtig gute Sache, also wirklich ein super Schwert. So, okay. Das hier war nur das Ende von etwas anderem. Ja, war ein bisschen Ich habe getan, unspektakulär wie am es Ende, getan werden eben wegen diesem musste. Bug, ja, schade. Mehr Aber ich nicht. kann nichts dafür. Ich glaube, dass ihr Und am Ende Vater. Ich glaube, weiß man nicht, wer ihn getötet hat, weil ich ja. das, war Ich das bin Serana oder gerichtet war das und gar verpflichtet. Isran? Die Bestie ist also vernichtet. Heidi Ich Gosch. glaube, So, nun, Serana. das wäre jetzt Okay, zwei erledigt. Sachen noch. Eine Sache ist, Ich muss mich erinnert ihr beeilen euch noch an der Ketus? und sicherstellen, Ja, der dass musste weg, weil Serana da war. Und wir waren ja davon der mit Erdkunde der Ketus quasi beste Kumpels, Unterricht. quasi. Ja, Talhat aus und der Ketus. Ich werde also der Ketus jetzt als Entschuldigung, werde ich ihn holen und ihm die Farm überlassen. Ja? Ich werde ihm eine Farm schenken, wenn das geht natürlich, wenn das geht. So. Große Ehre. Und Serana wollte ich noch vor Vampirismus heilen. Wow, mal schauen, ob es klappt. Was werdet ihr jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bleibe vermutlich bei der Dämmerwacht, jedenfalls so lange, wie sie es mir erlauben. Sie sind ehrenwerte Kämpfer und ich glaube, Sie verstehen jetzt, warum Ihnen ein Vampir auf Ihrer Seite von Nutzen sein kann. Wenn ihr natürlich weitere Abenteuer geplant habt. Ich hätte euch gerne mit dabei. Ich bin jetzt mal nett zu ihr, weil wie gesagt, ich will sie heilen. Das wollte ich hören. So. Und ich sagte schon damals, als ich sagte, dass ich sie heilen will. Man muss echt aufpassen, was man zu ihr sagt. So, ich würde gerne ein paar Pfeile, das nicht. Ich will, dass ihr mit einem Vamp mich in einen Vampir. Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir sollen uns trennen. Wartet hier. Okay, ich glaube, die Dialogoption kommt später. Jetzt ist sie einfach noch nicht da. Ich will, dass ihr mich in Vampir verwandelt, das nicht. Oh, ich sehe die Dialogoption nicht. Ich glaube, die kommt später. So. Gut, dann werde ich jetzt mal zu der Dunkelwasser irgendwas rennen, Dunkelwasserpassage oder so. Ich weiß nicht, wie das heißt. Da wartet ja der Ketus auf mich.